Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank, ein 62er, älteres Modell, Wemo ist das Logo ein bisschen anders. Ja, so sieht der von innen aus. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Munha Kältetechnik. Das Schild ist ein bisschen grau geworden. Und hier auf dieser Seite Monhardt Elektrogeräte Kältetechnik. Postleitzahl ist geändert und Telefon natürlich auch. Ja, schauen wir uns den Kühlschrank von hinten her an. Den Kühlschrank von hinten, hier logischerweise mit dem Schweizer 230 Volt Anschluss. Und dem 12 Volt, ein Monha Kältetechnik 12 Volt und der Kühlschrank ist von 1979. Da war ich noch klein. Also irgendwo. Und der Kompressor. Das ist ein Schwingverdichter. Habt ihr schon was von Schwingverdichter gehört? Das ist moderne Technik von Engel. Ja, der Kühlschrank hat einen Schwingverdichter drin. Das war zu der Zeit noch gang und gäbe. Weil Danfoss kam mit seinen Kompressoren erst 1972. Also klar, der Kühlschrank ist älter. Aber bis dann die so weit waren, ging die Zeit schon ein bisschen ins Lande. Ja, 1979, der Kühlschrank hat jetzt 41 Jahre auf dem Buckel. Da war ich gute 10 Jahre alt. Schwingverdichter drin. Ich mache euch ein Video hier oben über Schwingverdichter, über Heinrich Dölz. Hier vielleicht noch ein Video vom alten Kühlschrank, nicht von Wemo, vielleicht von Wemo. Und hier unten noch irgendwas. Und wenn ich wieder mal so einen Oldtimer finde, zeige ich euch den. Und dafür könnt ihr mir ein Abo dalassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.